Und die Kollegin Wawrzyniak das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin außerordentlich erfreut, dass alle anderen Parteien der Linken folgen und auch eine Sonneborn-Regelung zum Wahlrechtsschutz einführen wollen. Sie dürfen es nicht so nennen, und die Sonneborn-Regelung ist bei Ihnen auch nur eine halbe Sonneborn-Regelung. Aber das werde ich Ihnen jetzt anhand der Krings-Kriterien erläutern. Herr Krings hat in der Debatte zum Gesetzentwurf der Linken Kriterien an unseren Gesetzentwurf angelegt, und diese Kriterien legen wir jetzt auch einmal an Ihren Gesetzentwurf an. Da stellen wir zunächst fest, die Frist in Ihrem Gesetzentwurf zwischen der Entscheidung Bundeswahlausschuss und Bundesverfassungsgericht beträgt im schlimmsten Falle 16 Tage, im Gesetzentwurf der Linken 18 Tage. Der Gesetzentwurf der anderen Parteien enthält keinerlei Regelung, wie es im Falle zuzugehen hat, wenn eine vorgezogene Bundestagswahl stattfindet. Wir fanden das nicht schlimm, haben deshalb keine Regelung in unseren Gesetzentwurf aufgenommen. Aber Herr Krings fand das schlimm, ist aber in Ihrem Gesetzentwurf auch nicht drin. Wir müssen drittens feststellen, dass Sie allein den Rechtsschutz für die Nichtzulassung als Partei regeln. Was Sie nicht regeln, ist der Rechtsschutz vor der Wahl, wenn eine Landesliste oder ein Kreiswahlvorschlag nicht zugelassen wird. Deswegen haben Sie auch nur die halbe Sonneborn-Regelung. Und Herr Krings, man kann eine Landesliste und einen Kreiswahlvorschlag auch nicht zulassen, selbst wenn die Parteieigenschaft festgestellt worden ist. Insofern zieht Ihr Argument, dass es zu widersprüchlichen Entscheidungen kommen könnte, in gar keinem Fall. Sie lösen das Problem der Wahlausschüsse aus meiner Sicht etwas unbefriedigend. Wir haben das Problem, das sehen Sie offensichtlich auch so, dass die Konkurrenz, nämlich die Parteien, die im Bundestag sitzen, über die Zulassung der anderen Parteien entscheiden. Nun kommen Sie auf die Idee und sagen, na, dann setzen wir doch mal Richterinnen und Richter in Wahlausschüsse. Wir haben gute Erfahrungen mit Richterinnen und Richtern, aber das ist ein Placebo, denn es ändert nichts wirklich an dem Problem, dass die Konkurrenz über die Zulassung entscheidet. Sie haben uns vorgeworfen, dass wir in unserem Gesetzentwurf keine Grundgesetzänderung haben. Ja, wir hielten das nicht für nötig. Sie halten das für nötig, deswegen stimmen wir auch nicht dagegen. Sie sagen, Sie regeln in Ihrem Gesetzentwurf den subjektiven Rechtsschutz, nämlich den Rechtsschutz, dass Bürgerinnen und Bürger, wenn sie finden, in ihren Rechten eingeschränkt worden zu sein bei der Wahl, sich dagegen wehren können. Nun haben Sie alle verschwiegen, dass das, was Sie in Ihren Gesetzentwurf aufgenommen haben, auf Anregung der Fraktion Die Linke geschehen ist. Das ist gut, es ist aber nicht weitgehend genug, denn am Ende bleibt es nur ein nachträglicher Rechtsschutz, und auch das ist zumindest nicht weit genug, es schadet aber nichts, und deswegen werden wir auch an dieser Stelle nicht dagegen stimmen. Was ich aber besonders schwierig finde, ist, dass Sie Dinge offen gelassen haben. Was passiert eigentlich, wenn das Bundesverfassungsgericht die Parteieigenschaft bejaht? Für wie lange gilt das? Für 4 Jahre, für 3 Jahre, für 2 Jahre? Und was passiert, wenn das Bundesverfassungsgericht in der von Ihnen gesetzten Frist nicht über die Parteieigenschaft entscheidet? Wir finden ja im Zweifelsfall für den Parteibegriff oder für die Parteieigenschaft. Das heißt, Sie hätten schon klarstellen müssen, wenn das Bundesverfassungsgericht nicht entscheidet, gilt die Partei als Partei zugelassen. Am Ende muss ich Ihnen sagen, wir machen keine halbe Sachen. Und deswegen, weil Sie nur halbe Sachen machen und nur die halbe Sonneborn-Regelung aufnehmen, werden wir uns bei Ihrem Gesetzentwurf enthalten. Der Kollege Mond.